Hallo ihr Lieben, hier ist wieder Renate und wir haben die Glow Bag von DM neulich bekommen, aber noch nicht gefilmt. Wir haben auch die Boys Bag bekommen, die schwarze, die zeige ich euch im anderen Video. Und das wollte ich euch noch zeigen, wir haben heute einen Kuchen gebacken, wir beide gemeinsam heute. Wir haben sehr viel gelacht dabei. Nein, einer hat gelacht, der andere hat nur Prügel bekommen. Und wie Prügel, ja. Ja, ich wollte euch den mal zeigen. Das ist der allereinfachste Kuchen der Welt. Ich habe ihn auch schon mal in einem Video gezeigt. Das ist, meine Mama nannte ihn Krümeltochter mit Kirschen. Ursprünglich, also kann man den auch mit Stachelbeeren machen. Wer möchte, mit Apfelmus. Mit Rhabarber haben wir auch schon, mit Rhabarber. Und Pudding, also wir haben schon alle möglichen. Aber das ist eben mit Sauerkirschen hier. Und jetzt schneide ich nochmal an. Das ist oben und unten der gleiche Teig. Und das hat was von Keksen. Ne? Wunderbarer Krümelteig, der ist noch ganz. Warum hast du denn nicht in die Mitte geschnitten? Ja, ich dachte, das sei die Mitte. Ich schneide jetzt einfach mal so ein Stück hier ab, damit ihr den mal seht. Und dann zeige ich euch die Glow Bag. Sammy darf keinen Kuchen essen. No. No, no. Du darfst gleich wiederkommen, Schatz. Moment. So. Schiebe ich den auf den Teller. So, schaut da aus. Ist der nicht lecker? Ich sag euch, der ist sehr lecker. Jeder liebt ihn. Und jeder, der ihn einmal bei mir gegessen hat, will danach das Rezept haben und nachbacken. Und das ist der allereinfachste Kuchen, weil alles auf einmal in die Rührschüssel kommt. Mit Knethaken. Lecker, ne? Mit Knethaken. Und so, stellen wir mal auf Seite. Jetzt backen wir den aus. Ja, und dann wird er einfach gebacken und Ende. So, mein weltbester Ehemann hat erstmal den Kuchen in Sicherheit gebracht, damit das ja mir nicht auf dumme Gedanken kommt. Nö. Also diese Bag hier, die ist gleichzeitig so ein Rucksack. Ist also ganz bequem, kann man richtig so auf dem Rücken tragen, wenn man möchte. Und es heißt, dass die teilweise auch unterschiedlich befüllt sein können. Ich habe noch nicht reingeschaut. Fangen wir mal an. Wir haben von Alverde ein festes Repair Shampoo. Riecht sehr gut. Sehr gut. Das mögen wir, ne? Kater. Dann von Judith Williams ein Hyaluronaktiv Serum. Ohne Parfüm. 30 ml. Eine große Flasche Serum mit Pipette. Das habe ich noch nie gehabt. Keine Ahnung. Ich weiß auch nicht, was die Sachen kosten, aber ist egal. Ah, Water Drop. Micro Drink. Ja, das kennen wir aus der Höhle der Löwen. Ne? Haben wir aber noch nie gehabt. Also, man macht das ins Wasser. Ich glaube, ein Liter. Steht bestimmt hier drauf. Liebe Zeit, hier kommt erst was sehr Romantisches, wenn sich die Sonne weich über die Landschaft legt und die volle Blüten sacht im Wind wegen entführen dich der fruchtige Geschmack reifer Himbeeren und zarte blumige Noten der Holunder- und Lindenblüte in die satte Fülle des Genusses. Lass dich von der Eleganz des Augenblicks erfrischen. Also es ist irgendwie was zu trinken. Wo schmeißt man das rein? Ich glaube in einen Liter Wasser, ne? Denke ich mal. Und dann ohne Zucker hat man wohl den vollen Geschmack. Keine Ahnung, ich habe es noch nie gehabt. Weiter geht's mit Tusch. Tusch ist real good. Pearly Cream Eyeshadow. Ein Lidschatten. Ein Lidschatten. Aha, in einem Tübchen. Black. Black? Wirklich? Es ist verplombt. Aber schwarzer Lidschatten, ernsthaft? Naja. Ich glaube schon, die Dame da auf dem Bild, die junge Frau, hat was Schwarzes auf den Augen. Hatten wir noch nie. Werde Lebensretterin. Ja, man soll sich natürlich testen lassen. Damit einem Leukämiekranken geholfen werden kann. Ich bin schon ewige Zeiten registriert. Blutspenden darf ich nicht mehr wegen der Medikamente, die ich nehmen muss. Nicht wegen der Medikamente, die würden die rausfiltern, aber die haben Angst um mich, haben die gesagt, beim Roten Kreuz. Also deshalb darf ich nicht mehr. Ich habe früher Blut gespendet, immer.
So, dann haben wir, ich glaube, ich wäre jetzt auch zu alt, ne? Ich weiß gar nicht, wie lange man darf. Egal. Das sind Fingernägel zum Aufkleben. Gar nicht mal so schön, finde ich. So komisches Rosé und Aprikot. Ich komm damit auch nicht zurecht. Und ehrlich gesagt, meine Fingernägel sind doch breiter als das, was die da immer so reinpacken. Das ist nicht für mich gemacht. Nächste. Kenne ich. Habe ich aber noch nicht benutzt. Fair, Organic, Vegan. Ein Deo-Stick Flower Power. Ohne Aluminiumsalze. Ich stehe ja total auf Aluminiumsalze. Bei Deo, aber es riecht sehr lecker. Aber ich habe jetzt einen ähnlichen von einer anderen Firma fast aufgebraucht. Immer zwischendurch mit meinem Lieblings-Deo von Aldi. Dann haben wir hier ein Geschenkset. Die Sonne geht weg. Ich sitze im Dunkeln. Egal. Von L'Oreal. 24-Stunden-Volumen. Das ist eine Mascara und ein, wie heißt das? Stift. Superliner. Kajalstift. Jetzt habe ich es. Ein Geschenkset. Ja, fein. Also immer. Dann haben wir Beauty Sweetie, süße Kronen. Also, wie ihr an mir sehen könnt, es ist so, man wird nicht schöner davon. Wirklich nicht. Es ist reine Einbildung, aber sie schmecken ausgesprochen lecker. Das muss man sagen. Ohne tierische Gelatine, ist also vegan, die kleinen Dinger. Und die sind sehr lecker. Das ist so eine Mischung aus so Schaumzeugs und Gummizeugs. Naja, weißt du, das Problem ist ja, wenn man schon schön ist, wie soll man dann noch schöner werden? Deshalb nimmst du die nie. Genau. Und du ja auch. Du brauchst die ja auch nicht. Du bist ja lieb. Ja, du so bist bin ja ich. Lieb. Normal würde ich jetzt fragen, was trinkst du oder so. Aber du denkst ja auch. Ich muss ja sowas sagen. Wir sind jetzt fast 20 Jahre verheiratet. Nein, du bist immer mit oder ohne Kamera. Ist er wirklich, ihr Lieben, ihr wisst es. Ne? Was haben wir hier? Von Moi. Moi? Moi? Weiß nicht. Stefanie Giesinger jedenfalls. Ja, die sagt mir was. Gentle Cleansing Foam mit Aloe Vera, mit Bio-Aloe Vera und Panthenol. Ja, kenne ich noch nicht. Stört's hin, ne? Werden wir testen. So, dann haben wir Hanf Chillout Augen Gel Pads. Mit Hanf. Irgendwie ist jetzt Hanf in allem drin, ne? Sammy auf seinem kleinen Divan. Oh, das kennen wir auch hier schon. Das öfter in dem Paket gehabt. 4711 Remix Cologne. Das sind so Erfrischungstücher, aber nicht mehr die ekligen von früher. Früher bei Busfahrten, ne? Die alten Damen hatten immer Stofftaschentücher und echt Körnigwasser, 4711. Und damit kriegten wir armen Kinder dann auch noch das Gesicht abgewaschen und alles. Und der ganze Bus hat danach gerochen. Damals ist es entstanden, dass ich nicht Busfahren vertrage. Was haben wir hier? Dove Buff Blend. Two Miracle Complexion Sponges. Also zwei Make-up-Schirmchen. Sind die unterschiedlich? Auf jeden Fall sind sie magisch. Nee, sind gleich, wie es hier steht. Anti-Mikro. Ja, klar, das ist ja Mikrofaser. Da können sich keine Milben und so Zeugs drin halten. Man muss sie trotzdem waschen, natürlich. So. Schön. Kann man immer brauchen. Das Komische ist ja, ich habe ja solche Blenderschwämme in allen möglichen Farben. Und dann packe ich die in ein Wäschesäckchen und schmeiße sie mit in die Waschmaschine. Und dann sind die nachher alle irgendwie braun. Ne? Egal wie sie vorher waren, die sind dann braun. Weiß auch nicht warum. In unterschiedlichen Schattierungen braun. Luvas Heilerde Reinigungsmaske, die kenne ich, das ist sehr schön. Luvas hat ganz feine Preiswerte. Und feine und gute Sachen. Muss nicht immer teuer sein. Das kenne ich auch von Skin Food. Bio-Vegan. Mit Acai. Gegen Hautunreinheiten. Gut, das können wir dann weitergeben. Ne? Der Anti-Pickel-Tupfer auf Deutsch. Die ultimative Soforthilfe gegen Pickel. Ja.
Wer weiß. Nein. Ich kenne ja jemanden im Pickelalter, wird sich freuen. Ah! Was? Das ist nicht meine Farbe. Hält, oh, wie schade, das von Manhattan, hält bis zu 10 Tage. Aber diese Farbe, Neongelb, das ja, ist ja mal was Neues. Das ist wirklich was Neues, aber nichts für mich. Ich bin ja so blass. Und aber der ist ja nicht blass, der ist ja gelb. Neongelb. Mhm. Ja, der leuchtet. Ja, ich möchte das nicht. Nicht bei mir. Wenn jemand gebräunt ist, finde ich das super. Guck mal, aber dann, wenn wir jetzt zum Beispiel im Dunkeln sind und ich muss dich suchen, dann finde ich dich. Oh, wir sind nie weit auseinander, also du findest mich immer. Da ist noch was von Judith Williams. Mit Niacinamid war noch ein Silbe. Niacinamid-Expert, Gesichtspeeling. Aha, ein Serum und ein Peeling von Judith Williams. Dann haben wir eine Palette. Basic Base Eyeshadow Palette von Catrice. Mit Spiegel, das heißt, wir müssen da was dagegen halten. Denn mein weltbester Ehemann möchte immer noch nicht vor die Kamera. Du hast aber gesagt, mal mit so einer Gesichtsmaske würdest du in Kürze mal kommen. Ja, ist ja noch nicht so weit. Ist ja noch nicht kurz. Es war schon vor längerem, als du das gesagt hast. Egal. Also die haben jedenfalls süße Namen hier. Wifi, alle Hashtag. Wifi, also Frauchen, Ehefrauchen sozusagen. Squad Goals, Extra, Twinning, Make-up, Artist, MUA heißt das, ne? Basic, No Filter und so weiter und so weiter. Sehr viele Abkürzungen, die ich auch nicht kenne, egal. So schauen die aus, ganz schöne neutrale Farben. Deshalb wahrscheinlich Basic. Ne? Wir lieben Paletten, ne? Hm. Du auch? Ne. Fertig? Ja. Mhm. Eine Palette, das hatten wir schon. Was ist das? Ach, ein Buffer. So ein Nagelfeile-Gedöns. Mit Anhänger. Was steht da? Next Level Shit. Wahrscheinlich der neueste heiße Scheiß sozusagen. Da steht auf Next Level Shit Jazz drauf. Jazz it. Jazzit. Kostenloser Online-Kurs bei Jazzit. Mit Glow Up 2022 erhältst du unseren Basis-Online-Kurs kostenlos. Ist so spät. 13.8. bis 16.8. Ist die schon so lange bei uns, die Tasche? Möglich. 13.8. Nein. Nee, da war die GlowCon, glaube ich. Aber die Tasche gab es ja erst später. Nee, so lange haben wir das nicht. Moment, und Undine ist am 21.8. gestorben. Tja, ich weiß auch nicht mehr, wann die gekommen sind. Egal. Das ist jedenfalls ein kleiner Buffer. Dann haben wir hier einen Primer von Essence. Skin Loving Sensitive Primer. Immer brauchen, ne? Heute habe ich ganz schnelles Schminken gemacht. Ein bisschen Concealer, ein bisschen Augen-Make-up. Und dicken Lippenstift von MAC. Ganz schnell. Foamy, ein festes Gesichtspeeling. Ich glaube, die Firma heißt Foamy, ne? Die haben ja alles in fest. Der riecht aber auch gut. Der riecht sehr gut. Habe ich auch noch nie gehabt, diesen Foamy. Hinlegen. Dann, ach guck an, noch was von Judith Williams, Deckkraft, Aufhellung, Pflege, Rich Concealer, ein Concealer. Sprach gerade davon, ne? Concealer heute drauf nur. Und, wenn das mal nicht Gummibärchen sind, ach so, das ist Stefan Mosch Stiftung für den perfekten Glow, Stammzellenspenderin werden. Ja, Leben retten. Ist Haribo Fruchtgummi. Ja, gute Idee, das zu verbinden, ne? Wenn alle spenden würden, dann gäbe es viel mehr Hilfe.
So, La Vera Natur Cosmetic Make-up Setting Spray. Mit Aloe Vera, mit Bio-Aloe Vera wieder. So. Das ist auch schön. Habe ich auch vergessen drauf zu tun. Egal. Dann haben wir einen Pflegestift für die Lippen. Hallo, ich bin Natural mit Bio-Aloe Vera. Also, ich merke, Hanf wird langsam abgelöst von Bio-Aloe Vera. Von Oh Yes. Lippenpflegestifte brauche ich ständig, wenn ich nicht gerade was Rotes drauf habe oder Pinkes oder sonst was. Ah, Batiste Care and Protect Trockenshampoo. Schutz für geschädigtes, strapaziertes Haar. Keine weißen Rückstände. Das ist gut. Ich mag die gerne, die kleinen Batiste-Fläschchen hier. Ich mache meistens gleich, wenn die Haare getrocknet sind, dann was trocknet. Erst mache ich einen Conditioner oder eine Haarkur rein, damit die Haare weich sind und danach nach dem trockenen Trockenshampoo rein, damit sie griffiger werden. Vielleicht ist es bekloppt, aber so mache ich es. Dann haben wir hier von Langhaarmädchen ein Pflegefluid Liquid Wonder für langes geschädigtes Haar mit Mandellötenextrakt, Aminosäurenkomplex, sekundenschnelle Intensivpflege. Also ich habe was zum Aufsprühen von Langhaarmädchen. Das hier kenne ich noch nicht. Ich bin ja ein Langhaarmädchen, ein altes Langhaarmädchen, aber auch alte Mädchen bleiben Mädchen. Dann haben wir von Sebamed eine Wellness-Dusche. Sehr schön. Ich glaube, die Dusche hat noch eine feste Dusche, habe ich schon zweimal gehabt hier von Sebamed. Aber gerade eine im Gebrauch. Oh, eine kleine Palette. Catrice. Five in a Box, Mini Eyeshadow Palette. Aber die ist auch schön. Das sind sehr ähnliche Farben wie die hier. Moment, ich muss mal gerade gucken. Das sind sehr ähnliche Farben. Ja. Schön. Wir lieben Paletten. Oh, sind noch ein paar Sachen. Was haben wir hier? Die Pflegedusche von Sebamed. Ich sprach gerade noch davon, ne? Ja. Die feste. Ah, nee, ich habe mit. Oder ist die nicht von Sebamed, die ich gerade habe, sondern die ist bläulich. Weiß nicht. Ich meinte Sebamed, aber ist auch egal. Und da sind noch zwei Teile. Raw Natural Bite heißt es diesmal. Chocolate and Nuts in Mini von Hey. Und von Smile Cosmetics ein Lipgloss to go. Echt niedlich. Ja, den kann man wirklich immer dabei haben. Ne? Könnte man sogar an den Schlüsselbund hängen. Ja, das ist mein Rucksack. Toll, ne? Der hat gekostet 19,95. Eine super Ausbeute, finde ich. Ne? Und denkt dran, Glow. Nicht Glow. Moment, mir fällt gleich ein, wie sie heißt. Von Mainz, von der Zeitschrift Mainz. Für Frauen über 50. Wie heißt das denn? Das hier war Glow. Wow. Wow, genau. Wow heißt das. Next Generation, glaube ich. Ja, ich glaube auch. Wow, Next Generation. Die haben jetzt im Oktober, ich glaube am 27., aber ich weiß nicht mehr genau. Aber steht alles im Internet drin. Haben die wieder so eine Veranstaltung. Man kann also Karten gewinnen, um da direkt teilzunehmen. Elena Ulich moderiert das. Die ist unfassbar toll, witzig. Also die ist einfach toll. Ich verfolge ihren Instagram-Kanal relativ regelmäßig. Ja, die moderiert das und da sind ganz viele prominente Frauen auch dabei. Und das kann man auch online dann verfolgen. Ich habe jetzt also online eine Eintrittskarte online, man kann dann mitchatten und so. Und die haben jetzt auch eine Tasche rausgebracht. Also letztes Jahr war so ein Karton und das ist dieses Jahr eine Bag. Mit allem möglichen Beauty und Lifestyle und Mode irgendwie. Ich weiß nicht, was drin ist. Habe ich jedenfalls bestellt. Ich glaube 34,99 kostet die. Die war im letzten Jahr super klasse. Ich weiß nicht, wie sie dieses Jahr ist. So. Das wollte ich nur sagen. Jetzt habt ihr einen Kuchen gesehen, einen Tipp gesehen für Wow, Better Generation oder sowas. Im Zweifel bei Elena Ulich gucken.
Und noch die Glowbox hier, Bag, Rucksack, Bag. Ich danke euch sehr fürs Zuschauen und für eure Treue und überhaupt. Und nächste Woche werde ich alle Verlosungen durchführen. Und es kommen weiter neue Verlosungen. Genau. Alles Liebe wünsche ich euch. Bis demnächst. Tschüss.